Herzlich willkommen zurück. Weiter geht's. Separate Ways. Ada halb tot. So, jetzt erstmal Sniper. Da oben steht noch einer, glaube ich. Ja, ja, der kam nicht runter. Was ist das? Ah, der hängt durch. Das grüne, gelbes, das kommt genau richtig. Das kommt doch wunderbar. So, ja, schon fast das Falsche noch genommen, ne? Das wäre jetzt natürlich extrem kacke. So, da habe ich jetzt auch nichts übersehen. Schätze ich mal, hoffe ich mal. So, ja. Ja, ja, ja. Harakiri. Und dann da hoch. Bei dem Geräusch. Jetzt hört's auf. Manchmal denke ich hier diese Kannen, die so aufgehangen werden, ne? Die so ein bisschen schunkeln immer. Aber das, naja, das Geräusch kommt einfach, weil ich das Ding im Radar habe. Im Visier. In meinem Cyborg-Auge. Oder so. Hier geht's zu wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Oh, fuck. Bestens vorbereitet. Scheiße, der hätte bestimmt Munition fallen lassen. Laufen. Mit scharfem F. Na gut, habe ich auch so welche. Da nachladen. Ja. Ach wohl, obwohl meine ich, nicht abwohl. Genau. Nee, ich habe noch keine vierkigen. Schade. Schätze. Trügerische Stille. Irgendwie, hier geht gleich wieder irgendwas ab. Ich höre schon. Zwei Stück da und ein rotes Fass. Das ist schon mal ein schöner Ansatz. Sag ich mal. Ach, das ist, glaube ich. Oder? Ich glaube, das ist die Hütte, wo man sich mit Louis zusammen verbarrikadiert und halt dann hier die Wellen da abwehren muss, ne? Im Hauptspiel. Ja, ich glaube, doch, doch, ja, ja. Ich glaube, fünfte Kapitel oder der vierte, fünfte so kommt das. Wow, 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 mach mal hier keine voreiligen Bewegungen. Oder unüberlegten. Allerdings geht sie direkt wieder in die Knie, finde ich auch Bombo. Ehrlich gesagt, gibt so einige Spiele, die habe ich da im Kopf. Wo du schleichst und dann nächstes Mal nach dem Kill erstmal wieder eine Hocke drücken müssen. Ne? Hört sich voll bescheuert an, ist aber wirklich so. So, wer ist hier? Da ist einer, glaube ich. Oder eine. Oh, und was wieder? Okay. Zu leicht, da passiert doch gleich. Also jetzt, ne? Die zu sehr auf dem Präsentierteller hier. Sieht mich bestimmt gleich einer oder so. Irgendwie. Irgendeine dumme Scheiße passiert wieder. Ich sehe es kommen. Ich glaube, ich mach mal so. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Scheiße. Da sind wir auf dem Friedhof noch. Okay, ja gut. Machen wir so das Spiel erstmal. Komm. Ah,
Nicht so schnell. Daneben. Und hier noch nicht mal parieren. Blindfänger, Blindgänger. Oder Schielochse. Oder was auch immer. Ja, ich muss aber meinen Weisheiten zum Besten geben. Geht nicht anders. Zwangsneurose. Oder so ähnlich. Ach ja. Was? Ach so. Sah jetzt irgendwie aus, als ob da was aufleuchten würde. Naja, ist ja alles gut gegangen eigentlich noch, ne? Dafür, dass ich jetzt unnötig Palaver gemacht habe. Ich glaube. Das war ja schlau. Nichts, ne? Hier geht's nicht zur Kirche. Da noch ein? Doch. Hier ist auch noch was. Irgend das. Oh ja, okay. Cool. Keine blauen Medaillons bisher oder so, ne? Schatzkarte auf jeden Fall. Das ist ein Muss wieder. Ich denke mal, da wird es auch wieder für die 100% eine Trophäe geben. Alle Schätze finden, bestimmt. Aufträge wahrscheinlich auch. Mal schauen. Ich weiß das echt gar nicht mehr, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Beim Original. Ob es da auch Aufträge gab. Hab ich nicht gerade einen gehört? Doch, da. Wieder so eine Troller. Ha. Ha. Still. Na, fuck, jetzt aber. Ich wollte gerade sagen, kann man die nicht die Treppe runter, Leiter runter, Brücke, meine Güte. Jetzt hatte ich es aber. Alles einmal dabei gewesen. Leppe, Treppe, Leiter und Brücke. Kann ja ein Wort draus machen, irgendwie. Leitentreppe, Brepp. Leon, warum bin ich nicht überrascht? Ich bin voll falsch. Wenn du für Ablenkung sorgst, dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Etwas früher im Gut, weiter geht's. Spielverlauf noch, ne? Ich bin viel zu schnell, glaube ich. Da oben steht doch einer. Ja, ja. Ist kaputt. Habe ich noch eins? Eins habe ich noch. Juckt mich ehrlich gesagt schon ein bisschen in den Finger, den da vorne oder die. Jetzt komme ich nicht, die erste, spielt keine Rolle. Weg zu snipern. Erwischt. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, die haut mich. Ach ja, die haut mich wahrscheinlich. Nicht unter Feuer, ne? Kreuzfeuer. Irgendwas macht mir das Leben schwer. Hier ist aber noch einer. Ich hab da. Ja, ja. Da ist definitiv noch einer. Aber was ist das hier? Gerade schon gedacht. Wahrscheinlich wieder ein Rätsel, ne? Wie bei dem Wasser, wie am Fluss zum Beispiel. Das ist, nee, am See. Da gab es auch so ein Ding. Ich glaube, der Rätsel kam sogar mehrmals vor. Wenn mich jetzt nicht irre. Guck mal, da ist so ein blaues Medaillon.
Aha, interessant. Da liegt auch was. Tagebuch einer Dorfbewohnerin. Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelt sich vor der Kirche, um den Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander und unsere Gedanken werden eins. Eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit. Die Güte Lord Sadlers wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke erneut läutet. Ich hoffe, das war fanatisch genug vorgelesen. Oder so. So, gucken. Damit den Hefezeit. Das ist das hier unten, ne? Das ist das da unten, würde ich sagen. Sopanisch. Das ist das da oben. Das ist nur die Reihenfolge dann. Entweder das als erstes, dann das. Und dann erstmal darüber, würde ich sagen, ne? Muss gucken, wie das im Ganzen aussieht. Nein zu blauen Medaillons. Wir können diesen Kult nicht einfach machen lassen, was er will. Kann irgendjemand bitte die blauen Medaillons beseitigen? Sie verunstalten das Landschaftsbild wie sonst nichts. Einen habe ich schon. Ich habe, glaube ich, ja, ich wollte schon sagen, hier genau drauf zugeguckt. Hingeguckt. Nicht getroffen. Scheiße. Ich gehe mal einfach näher hin, ne? Idiot. Spare ich mir die Okay, Sniper-Money. reicht das? Das sieht so, glaube ich, vollständig aus. So. Sieht aus wie diese Fischcracker. Kennt ihr das? Gibt es auch mit Sesam und als Käse und auch normal. Sehe auch nicht, wie ich jetzt darauf komme. Das andere links. Linksbündig, so. Irgendwo hier? Da. Der andere ist da. Auftrag erfüllt. So, jetzt zum Rätsel. Rätsel Schnitzel 1, 2 und dann Fischers Fritz. Ich sage 1. Gehe ich immer vom Blickwinkel her so, ne? Und dann hier Fischers Fritze fischt. Jawohl. Korrekt. Ja, Alter, korrekt. Mäuschen mit Fleder. Oh, die Kirche. Direkt erkannt, der Friedhof und so. Da wären wir, die Kirche. Ja, sind schon markante Orte, da kommt ja schon wieder alles hoch, ne? Also jetzt nicht auf negativ, sondern halt Erinnerungen. ja, da steht einer. Da kommt einer. Und dahin, da oben. Die laufen wahrscheinlich alle im Kreis, denke ich mal. Oh, mein Knie tut wohl weh. Die ganze Zeit so überkreuzt die Beine gehabt. Voll steif, das Gelenk. Scheiße, ich wurde gesehen, glaube ich. Ah, wie er rennt. Der Sack. So bestimmt wieder mit Infizierter. Ich sehe, komm. Ja, die sind. Oh, ich kann das doch parieren. Da war ich mir echt nicht mehr sicher, ne? Hab ich aber das Timing verkackt. Wohin? Gut zu wissen. Nein. Ich muss ja unbedingt drücken. Scheiße, das war mein letztes, ne? Ja, voll hier nie, ey. Na gut. Lass ich jetzt mal nicht ausatmen, sonst nehme ich mir manchmal so meine Zeit, sag ich mal, zum Sortieren.
Jawohl, kaum gemeckert, direkt Nachschub. Ich muss definitiv etwas schimpfen. Oder jammern. Die hat es auf jeden Fall zerfickt. Ordentlich. Hat's Boom gemacht. Hä? Ach, ich dachte erst, die eine Tür da, wer weiß. Ich wollte schon sagen, ich war doch da drin gerade. Wiederversetzt. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Voll dumm, wie man so. Egal, ich behalte es lieber für mich. Ah, ehrlich? So war das? Das ist ja dann so gesehen erstmal zweite Kapitel jetzt. Also Hauptspiel. War ich doch so falsch. Ich dachte echt im Spielverlauf, wir wären ein bisschen weiter. Ja. Da sieht man mal, wie fit ich damit bin, ne? Ja, wunderbar. Ist ja scheißegal eigentlich. Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Lass mich nicht warten, Luis. Ja, okay. So sieht's also aus. Was nun? Kapitel schon wieder beendet, oder was? Laden? Nee. Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Mendes Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Perfekt. Funk. Also, es ist Ashley. Sperrt sie zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Ah, steht da sogar da. Foto von Ashley. Ich wusste, der macht Ärger. Handgranate. Schick. Schick, schick, schick. Sowohl als auch. Details auch wieder mal. Hallo? Schick. Verscheuche immer diese Raben. So eine Kacke. Hallo? Wer heult denn da? Ashley? Hat gar keinen Sinn, ne? Ich glaube, die war hin, oder? Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche. Ne, da soll jetzt kein Interaktionsaufruf sein oder Schleim, Betteln oder sonst was. Habe ich mich gerade schon gefragt, ist denn im Hauptspiel, das haben sie dann rausgelassen, wenn ich mich jetzt nicht verwechsel, wenn ich das nicht verwechsel. Im Hauptspiel, in der Originalversion, ist doch hier auch ein Bosskampf, ne? Also gegen so eine Fledermaus, oder täusche ich mich da? Oder bin ich im falschen Spiel oder falschen Teil? Oder zum Beispiel Resident Evil Zero, ist man da auch in der Kapelle? Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass das Ashley war. Irgendwo, weiß ich nicht. Ich bin total verwirrt, gerade total durcheinander gebracht worden. Wo ich erst dachte, halt, wir wären ein bisschen weiter, aber ja, Pustekuchen. Gelb. Grün. Perfekt. Und das auf der hohen Kante, besser geht's nicht. Also zurück, ja. Wohin eigentlich? Achso.
Einfach den Weg erstmal folgen. Ach, die gehen ja, die gehen so zur Kirche, stimmt. Das noch fast. Die sind ja so paralysiert. Hypnotisiert ist das richtige Wort. Schön weitergehen. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen. Einfach mal vorbeilaufen. Ah, ich glaube, ich kann. Ah, jawohl, ich kann speichern. Schöner Zeitpunkt. Geht das auch wieder? Nee, oder? Warte mal. Nee, das ist für Leon. Scheinbar. Hey, Fremde. Was kann ich dir anbieten? Interessanter Ort für ein Geschäft. Fremder. Tja, und interessante Ware. Na, ja, endlich. Unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird ein unvergessliches Ereignis. War mir zwar nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob Ada auch einen Händler hat, aber... Ist vom Tisch was. Wirklich gute Arbeit. Achso, ja, warte, ich speichere jetzt erstmal. Alles klar. Ja, ich war mir wirklich nicht sicher. Ich speichere jetzt erstmal. Im nächsten Part machen wir direkt hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend, Freunde. Und wenn euch der Part gefallen hat, ja, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst. Ganz klar, ne? Wer nicht. Ja, ansonsten bis bald. Tschüss, tschüss.